Aloha und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, Leute. Diese Folge machen wir hier weiter. Und zwar mit Poppy. Schauen wir mal hier. Poppy. Schauen wir mal jetzt ab. Ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen, als vielmehr eine Überraschung, oder? Das wird ihnen nicht gefallen. Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich freuen über Wow! Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, Sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen Ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen Sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit Ihnen, erzählen Ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Oh. Ach du Scheiße, ich hoffe, das kommt gut, ne? Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortet. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Was? Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Ach du... Was? Törichte Kinder. Wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Okay, Leute. Dann... Wir schauen, dass du erliegst. Alter, kommt das gut.
Weil Ominous hat mir eine Eule geschickt, dass wir ihn treffen sollen. Dass Sebastian jetzt total durchdreht. Aber gut, ich glaube, dann werden wir das machen, ne? Boah, Digga! Heieiei, Digga, was geht jetzt ab hier? Jojo, Digga, was? Okay, komm her, Bombarda. Und down jetzt. Boah, Digga. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Was? Alte Scheiße! Was hast du getan? Alter Scheiße, ne? Ich muss hier raus. Angehalten! Ich habe dich gerufen! Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Niemand. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen.
Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Schreib gerne einen Kommentar. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Digga, lass mich in Frieden! Also Leute, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich gerne über Daumen nach oben freuen. Lasst gerne ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal, ihr Paul Berger.